Wenig später stiegen Nick und Lex vor dem Haus des Stadiongrafen aus dem Europacar und eilten die Stiegen bis zur Haustür empor. Es ist endgültig an der Zeit, diesen perversen Apfelpuck-Klatsch-Redakteur zu überführen. Diesmal kommt er uns nicht so leicht davon. Er hat das Portemonnaie. Ich hab's in seinen Augen gesehen. Los, Nick, betätige die Klingel. Mit Diplomatie kommen wir hier nicht weiter, Kommilitone. Dann schauen wir mal, ob wir woanders einsteigen können. Ah, die Fenster sind alle verriegelt. Auf! Das Haus gleicht ja einer Festung. Die Bude ist schwerer zu knacken als der Verschluss eines Darmbustiers. Na dann, ab durch die Hintertür! Da ist die Tür schon. Tritt sie einfach ein. Im Kittchen wird sie dieser saubere Grabbelgraf eh nicht brauchen. Mir Zugang zu geheimnisvollen Verstecken, Verbrecherbehausungen und Mädchenherzen zu verschaffen, ist doch mein Spezialgebiet. Gesagt, getan. Schnell hatten sich unsere zwei mutigen Freunde gerechterweise Eintritt in die Behausung des zwielichtigen Redakteurs verschafft. Jetzt hieß es suchen, suchen, suchen. Material. Leewerts auf 3 Uhr. Burgseits. Heckseits. Was ist denn das? Vor mir im Halbdunkel erkenne ich eine weiße Kotte. Und darunter kommt eine seltsame Flöte zum Vorschein. Stoß doch mal hinein, Kapitän. Das Glück ist mit den Mutigen. Gut, Luft. Luft, dank. Jetzt ist mir einiges klar. Klar wie Bergkristall. Da bekomme ich Lust auf einen Joghurt. Hab da unten im Kühlschrank noch ein paar stehen sehen. Steh! Hörst du das? Das muss der Redakteur sein. Ah, wir haben noch nicht genug Beweismaterial, um den perversen Ding festzumachen. Komm schnell, wir türmen. Was machen wir denn jetzt? Steh! Nimm einfach diesen lächerlichen Pokal und schmeiß die Scheibe ein. Ah! Raus, raus, raus! Na, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Unsere zwei Ermittler kletterten rasch über die mit Efeu überwucherte Natursteinmauer und rannten so schnell sie ihre Beine trugen in Richtung des wartenden Europacars. Das war knapp. Wo wollen denn die beiden sauberen Herrschaften ihr Zerstörungswerk fortsetzen? Zu Professor Assis natürlich. Aber hol erstmal noch Jedi von zu Hause ab. Er sollte mittlerweile ein Remis erzwungen haben. Wie ich ihn kenne? Läufer Endspiel. Kein Mehrbauer. Dem nicht ganz reibungslosen Abgang vom Haus des Stadiongrafen holten Lex und Nick Jedi von zu Hause ab und fuhren erwartungsvoll zum Haus des Professors. Es hatte schon zu dämmern begonnen.